Da stehen zu bleiben war keine gute Idee. Ah, da kommt ja schon der nächste. Kommt noch ein dritter, genau. Wo auch immer die herkommen. So, nächste Heilung. Ich benutze erstmal die kleinen Heilungen. So, einmal dürfte reichen. Den Big-Schützen da drüben können wir ignorieren. So, lieber dich ausschalten. Zurück können wir jetzt dieses Mal jederzeit abhauen. Weil die Brücke ganz runtergelassen ist. Also wenn wir den da weggemacht haben. Nur sollten wir nicht in seinem Schussfeld stehen. Genau, hier kommen nämlich zwei. Drei. Tschüss. So, und hier sind zum Glück mehr als genug. Wow. So habe ich das gerne. Au. Na, nimm deinen Bogen wieder. Genau, und aufspießen und tot ist er. Und ein Klosteramulett. Jetzt hätte ich gerne meine Flaschen und ich hätte gerne eine medizinische Heilung. So. Ich weiß gerade nicht. Ja, ich habe einen Leuchtkäfer. Aromaschlick. Kann ich das anwenden? Wo ist es denn? Kann ich das auf die Waffe? Nein, ich kann das nicht auf die Waffe anwenden. Schade. So, ich rufe Lucatil. Und bis sie gerufen ist, wechsle ich den Ring durch den Feuerabwehrring. Weil hier kommt jetzt gleich ein richtig garstiger Bossfight. Da hätte ich eigentlich fast schon lieber... Achso, ich kann nur Lucatil rufen. Okay. Das ist nämlich der Schmelzerdämon. Genau. Einer der heftigsten Bosse im gesamten Spiel. Denn jetzt brennt er. Au. Zum Glück macht er an Lucatil nicht ganz so viel Schaden. Jetzt macht er das Übelste. Jetzt lässt er nämlich auch sein Schwert brennen. Und brennendes Schwert bedeutet extrem viel Schaden. Ja, wenn er es auf mich abgesehen hat, ist er nicht ganz so schlimm. Also wenn das auf Lucatil, wenn das nicht auf mich abgesehen hat, weil Lucatil kann gegen ihn irgendwie doch mehr einstecken als gegen den Rotten.
Genau, keine Ausdauer mehr haben ist schlecht. Und wir haben ihn besiegt. Lokatil haut ab. Ja, auch gut. Der Schmelzerdämon ist übrigens einer der besten Orte, um Seelen zu fahren, um Koop zu machen. Jedenfalls an diesem Punkt im Spiel. Ich kann es ja gerade mal gleich versuchen und hier draußen mein Rufsymbol hinterlassen. Und mal gucken, ob ich gerufen werde gleich. So, hier ist nämlich auch ein Leuchtfeuer. Das heißt, wir kommen hier viel leichter jetzt hin. Ja, das Schweineschild und der Flammenschmetterling. Das muss ich euch unbedingt gleich zeigen, das Schweineschild. So, ich kann hier die Tür öffnen und tada. Wir sind einmal im Kreis gelaufen. Da geht es nämlich direkt weiter in Richtung Alter Eisenkönig. So. Ich aktiviere das Leuchtfeuer. Und während wir hier ein bisschen auf Beschwörung warten, können wir uns ja mal die Sachen angucken, kurz, die wir jetzt so zusammengetragen haben. Neben dem Abfall. Also erstmal die Seele des Schmelzerdämons. Ganz interessant. Die Seele des Schmelzerdämonen, der in jenem Schlosshaus, das in einem Eisentümpel versank. Der alte Eisenkönig verlor sein Leben an einen Eisenhaufen, dem eine Seele geschenkt worden war. Hat es diesen Metallgolem schon immer gegeben oder war eine Schöpfung der königlichen Niedertracht? Also ja, der Schmelzerdämon ist schuld daran, dass das Schloss versunken ist und der Eisenkönig zum Monster geworden ist. Seele des Verkommenen. Seele des Verkommenen, welcher sich tief im Loch windet. Der Verkommene sammelt alles gerne. In seinem Heiligtum für ungewollte und weggeworfene Dinge. Nutzt die besondere Seele des Verkommenen, um zahlreiche Seelen zu erhalten. Ja, kennen wir. Schwarzstahlkatana, hier kennen wir eigentlich alles, außer die riesige Keule vielleicht. Eine riesige Holzkeule aus den Ästen eines riesigen Baumes. Zum Kaputtschlagen von Feinden entworfen. Simpel, doch sehr effektiv gegen normale Schilde. Ja, und das Schweineschild. Ein merkwürdiger Schweineschild. Der Schweinekopf wirkt auf schaurige Weise echt, ist aber eine Nachbildung. Eine erwähnenswert gute Abwehrfunktion hat er nicht, doch kann er achtlose Feinde erschrecken. Und wir werden tatsächlich gerufen. Yay. Von Paulane. Und er hat noch ein anderes Phantom gerufen. Okay. Ich heile uns mal kurz hoch. Und dann kann es auch gleich losgehen. Jetzt wird der Schmelzerdämon nämlich etwas härter sein, weil wir zu dritt sind. Jetzt entzündet er sich. Genau, und wir nehmen jetzt Feuerschaden, dadurch, dass wir in seiner Nähe stehen. So. Übrigens in den Phasen, wo er sich entzündet und sein Schwert in Brand steckt, hat er viel höhere Schadensminderung. Ja, er macht böse Schaden an ihm hier gerade. Wow. Oh, der hat den Host getötet. Und das andere Phantom ebenso. Gut, okay. Zurück in meiner Welt. Kann ich jetzt kurz rasten und die Gegenstände aussortieren. Das kann weg.
Die zwei können weg, die könnte ich noch reintauschen. Die Seelen, die beiden können weg. Die Riesenkeule, die habe ich noch nicht. Habe ich schon einen Schwarzstahl-Katana? Müsste ja eigentlich schon haben, oder? Ja. Schottel habe ich jedoch noch nicht, nein. Schweineschild kann weg. Häftlingslumpen erhöht das Finden von Objekten, was sehr lustig ist. Aber ansonsten Stiefel des Männchen. Nö. Wir machen jetzt mal eine andere Sache noch schnell, bevor ich wieder einen Cut machen muss. Ich schnapp mir meinen Hartstahlring und wir gehen zurück in die Kammer. Denn, Surprise, Surprise, ein alter Freund ist wieder da. Wow. Darf ich euch den Verfolger vorstellen? Ja, in voller Schönheit und Stärke. Und ja, seine Angriffe prallen von meinem Schild ab. Das habe ich auch noch nie erlebt. Wow, das war jetzt gerade gefährlich. Ja, und wenn mein Schild ihm im Weg ist, dann macht er selber einen Schildschlag. Der übrigens nicht ohne ist. Der zieht nämlich die gesamte Ausdauer ab. Ja. Wow. Also ja, er ist stärker geworden. Aber er ist nicht übermächtig. Weil wir sind auch stärker geworden. Wir können ihn jetzt ein bisschen mit unserem Schild ärgern. Und man sieht, es ist die Originalversion von ihm, also nicht die verlassene Festungsversion, sondern die, die wir auch aus dem Bossfight kennen. Er hat nämlich keine Leuchteaugen. Und er ist definitiv stärker als seine Leuchtvariante aus der verlassenen Festung. So, er droppt nämlich auch den Ring der Klingen plus 1. Der Verfolger Boss, den wir damals besiegt haben, hat den normalen Ring der Klingen gedroppt. Da. Infoanzeigen. Der Ring wurde der Lieblingswaffe des verrückten Ritters von Alken nachgefunden. Er verbessert körperliche Angriffe. Jo. So, das war der Verfolger. Wir können den normalen Ring der Klingen weglegen und nach Majula reisen. Dort machen wir schnell noch Levelaufstieg. So, da haben wir nämlich wenigstens das hier mal abgeschlossen. So, einmal Konstitution und den Rest mit den Belastung. Den Rest heben wir auf. Die nächste Folge, kann ich schon mal vorwarnen, wird wieder eine Koop-Folge, weil ich will versuchen, beim Schmelzer-Dämon ein paar Gold, ein paar Sonnenmünzen zu farmen. So 3, 4 Stück. Nur mal zur Vorwarnung. Aber erst einmal gibt es jetzt hier an der Stelle einen Cut. Also, bis gleich.